Hier entsteht das landeskirchliche Archiv der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Die Baustelle befindet sich an der Veilhofstraße im Nürnberger Stadtteil Wörth. Im Süden der Baustelle ist der Wörther See. Davor haben wir das Landesamt für Steuern. Wir wollen einen Ausstellungsraum haben, einen Vortragsraum. Die Menschen sollen sich bei uns wohlfühlen. Sie sollen reinkommen, sollen etwas über die Geschichte der Protestanten in Bayern erfahren. Hinter dem Lesesaal, hier gerade vor mir, wird eine große Terrasse sein, wo die Gäste und auch die Leute, die hier arbeiten, sich erholen sollen. Im Herbst 2006 hat die Landessynode 19 Millionen Euro für unseren Neubau reserviert. Auch der Freistaat Bayern unterstützt uns mit 1,25 Millionen Euro aus dem Kulturfonds Bayern. Wenn wir hier mal einen Blick auf den Plan werfen, so wird das Gebäude aussehen von dem Standpunkt aus, wo ich hier stehe. Sie sehen im Erdgeschoss die grüne Fläche, das ist Glas, das ist der Lesesaal, von dem aus die Besucher in den Park des Predigerseminars schauen. Das kupferfarbene ist der Bereich, in dem die Magazine sich befinden. Wir werden Platz haben für ungefähr 30 laufende Kilometer Archivgut und Bücher. Und der Bereich mit den Streifen, hinter dem man es wieder grün sieht, das sind die Arbeitsräume, die sich am Osten und im Süden an diesen Kubus anschmiegen. Hier werden die Angehörigen des Hauses arbeiten. Derzeit sind wir 18 Leute. Wir haben momentan ungefähr 13 laufende Kilometer Archivalien, ungefähr 4 laufende Kilometer Bücher, sind das zweitgrößte Kirchenarchiv in Deutschland nach Hannover und platzen seit Jahrzehnten aus allen Nähten. Unser Material ist derzeit in 3 großen Außenmagazinen in Nürnberg untergebracht. Im Hauptgebäude befindet sich nur noch ein Drittel. Die Besucher arbeiten in drangvoller Enge. Für unsere Kirchenbuchforscher, die Familienforscher, haben wir einen extra Lesesaal am Lorenzer Platz einrichten müssen, weil wir im Hauptgebäude keinen Platz hätten. Kurz und gut, es ist ganz dringend nötig, alle diese Dinge wieder zusammenzuführen, damit wir effizient arbeiten können. Wir werden dann das Material vor Ort haben, wir werden für die Besucher 24 Arbeitsplätze haben und Einzelkabinen und eine Gruppenkabine und eine extra kleine Kuschelbibliothek, wo man die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt sich anschauen kann. Es wird einfach reichlich Platz sein, es soll komfortabel sein, es soll einladend sein und wir freuen uns schon sehr, im neuen Haus arbeiten zu können und Gott und die Welt willkommen zu heißen.